Hallo zusammen. Heute gibt es was ganz, ganz Schnelles. Fleischbällchen mit Soße und mit Reis. Die Fleischbällchen und die Soße haben wir schon eingefroren. Ich habe euch ja schon gezeigt, wie das funktioniert. Die Soße, Portion raus in den Pott rein. Die Fleischbällchen, 4 Stück für 2 Personen, das ausreichend, sind auch noch gefroren, auftauen. Und gut 20 Minuten köcheln lassen, damit die Fleischbällchen auch richtig durch sind, heiß sind. Und in der Zwischenzeit kann auch der Reis gekocht werden. Hier mit Salzwasser oder ich mache eine Fleischbrühe rein, beziehungsweise ein Pulver und etwas Kurkuma dazu. Aufkochen, den Reis rein. Gute Viertelstunde den Reis kochen. Und schon ist das Ganze Menü fertig. Wer will, kann noch einen Salat dazu machen. Und ich habe etwas zu viel Kurkuma in meinen Reis gegeben. Er ist ganz gelb, schaut nicht so besonders gut aus. Tja, Soße drüber, so, dann guten Appetit. Viel Spaß beim Nachkochen. Und wer will, kann natürlich auch den Salat dazu machen, ganz klar. Und jetzt mal ganz kurz nochmal den Hackbraten. Hackfleisch, die Fleischbällchen. Ich habe aus dieser Hackfleischmasse dann 3 verschiedene Gerichte gemacht. Und ihr könnt euch das nochmal anschauen. Die Zwiebel glasig an, dünsten, dann die Fleischbällchen formen, rausbraten, einfrieren. Und die Soße haben wir ja schon eingefroren. Tja, dann, so schnell geht's. Gut gekocht und jetzt ist aus. Tschüss, bis zum nächsten Mal.